Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Als wir das letzte Mal da drüben waren in dem Gebäude, dachte ich mir, ach Mensch, wir könnten doch eigentlich nochmal in das Hospital reinschauen, weil ich glaube, auch hier hatte ich schon mal gelootet, aber das war noch zu dem Zeitpunkt, wo ich im Grunde alles noch nachlooten ließ. Ich habe jetzt halt auch meine Taschen natürlich leer gemacht. Man sieht es ja hier auf der linken Seite, ne? Ich habe jetzt wirklich alles mal rausgeschmissen. Und dass wir jetzt halt mal richtig kräftig looten können, dass sich das auch wirklich lohnt. So, dich zerstöre ich natürlich auch. Und diesmal wird auch alles mitgenommen. Holz zum Beispiel, sowas kann ich rausschmeißen. Weil Holz kann ich hier en masse farmen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Kann ich euch kaputt machen? Nein. So, da ist nochmal so ein Shop-Ding. Ich weiß nicht, ob es das unterschiedliche Shops sind. Oh, anscheinend. Da kriegen wir Schmerzmittel, Antibiotikum und chemische Entgiftungspille. Ich werde ein Narr, ne? So, Lernpapier oder sowas, das müsste man halt dann herstellen. Das ist ja kein Thema, ne? So, ich weiß nicht, ob hier noch Zomboide drin sind. Ich weiß auch nicht, ob ich. Hallo? Ja, das ging aber schnell. In den zeitlichen Dingen. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, ob ich da nicht doch schon das aus hatte. Ne, ich kann hier nichts looten, ne? Schauen wir mal noch hier in den Automaten. Ne, wir können tatsächlich hier nichts mehr looten. Okay. Dann ab mit uns. Kann man da hinten auch raus? Glauben tue ich es nicht. Aber hier sind überall die Türen zu, ne? Ach, dann war ich nur in dem einen Teil wegen diesem Dingsi da. Wegen diesem Buch oder was weiß ich, was das war. Und ansonsten, nee. Okay, na ne, gut, dann sind halt die Türen wieder zugegangen, ne? Das heißt, wir haben das alles schon. Ja, okay. Dann let us raus. Da haben wir nochmal so ein Pillending. Wir können mal da. Da kann man, glaube ich, nicht hoch, ne? Da weiß ich auch nicht, für was die Leitern gut sind. Oh ja, und nimm Äste mit. Äste. Ganz viele, bitte. So, das nehmen wir am besten auch mit. Da muss ich jetzt allerdings mal das ganze Axt und Spitzhacke. Hey, ich kann dich sogar so noch weghauen. Warte mal, wir brauchen die 7. Dann machen wir nämlich das noch. Jetzt habe ich nur ganz gerade was vergessen. So, sorry für den Schnitt jetzt. Hey Rabe. Haha, es wäre ja auch toll gewesen, wenn das geklappt hätte, ne? So, einzacken und zerlegen. Zum Glück muss man da nicht die Zange ausrüsten. Heute wieder am Möbel schieben. Plastik, Benzin ist auch auf jeden Fall gut, weil wenn wir doch weiter wegfahren. Ich habe im Grunde das meiste an Benzin in dem Drohnen. Ja, treffen musst du auch, ne? Warte mal, die da muss ich jetzt auch sammeln, weil wir können aus den kleinen Steinen nämlich auch noch mal große Steine machen, was ich auch ganz toll finde. So. Weil gerade die großen Steine, die brauchen wir dann für die Ziegel und sowas. Hauptsächlich für die Ziegel. Keine Alarmanlage jetzt.
Haben wir schon alle zerstört, die Alarmanlage hatten? Da drüben sind noch Automaten. Ach nee, die habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht. Schön, dass wir hier halt auch ab und zu mal Münzen drin haben. Ihr wisst ja, dass wir sehr viel Kupfer brauchen. Aber das mit den Automaten, das ist echt gut. Da muss ich nur mal gucken, was ich vielleicht aus dem Material, was ich zu viel habe, was wir da einsetzen müssen, um dann diese Dinge zu bauen, die für den Laden relevant sind. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Innen drin finden wir nichts mehr. Das heißt, wir schauen mal jetzt halt hier die Häuser durch. In der U-Bahn waren wir schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon drin war. Nur weil die Tür jetzt zu ist, ne? Ja, da waren wir schon. Ja, und genau deswegen wollte ich eigentlich dann auch Lampen hinmachen. Ich weiß nicht, habe ich genug Material, dass ich eine Lampe aufbauen kann? Lampe, Lampe. Nein, was fehlt mir da? Holz. Holz ist ja kein Thema. Das haben wir ja schnell, wenn wir den Baum finden. Dann kann ich das nämlich markieren. Das ist mir irgendwie jetzt lieber, dass ich nicht 100 Mal in das gleiche Gebäude reinrenne. Weil das kann ich mir nämlich auch nicht merken. So, und dein Schwert. Dann kannst du nämlich hier gleich noch Äste mitnehmen. Und ich finde es immer noch sakrisch schade, dass man nicht das Mausrad verwenden kann, um die Waffen zu wechseln. Das finde ich echt schade. Also das ist so ein Punkt, der mir in dem Spiel echt fehlt. So, jetzt reicht's aber. So, dann mache ich da nämlich beim Eingang eine Lampe hin. Die wird ja dann auch gespeichert. Oh. Ach so, ich brauche. Ja, toll. Toll, toll. Bekomme ich hier irgendwo Holz raus? Nee, Mist. Mist bekomme ich raus. Schauen wir, vielleicht finden wir hier noch was. Es läuft ja nicht weg. Vorlies. Wollen wir es uns mieten, das Gebäude? Oder was ist das? Commercial Space. Kann man die Pylonen auch kaputt machen? Also, wie heißt es? Onyx? Ich kann die tatsächlich zerstören, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, wir kriegen was raus? Ein Nagel? Aus jeder Pylone einen Nagel oder was? Hier auch mal zwei. Na, ich werde die Straßen hier schon noch kehren, ne? Mich würde mal interessieren, ob das das Spiel durcheinander bringt, wenn ich im Grunde so eine komplette Straße mal pflaster mit Podesten. Oh, warte mal. Haben wir da noch zwei Automaten? Oh ja, gut. Schauen wir mal rein. Da müssen wir doch jetzt auf jeden Fall Bretter kriegen, oder? Ups. Falsche Richtung gehüpft. Kommt raus, ja, das ist immer am besten. Und wenn ich euch alle auf einen Schlag erwische, dann ist das natürlich auch super. So, einmal alles nehmen. Mal gucken, was das war. Das hat nämlich so gelb geleuchtet. Das könnte jetzt was ganz Spezielles sein. Oh yes, cool.
wir müssen leider da durch, ne? Dass wir ein bisschen noch looten, bevor wir weitermachen. Ich habe ja den Tag ein bisschen länger gestellt, dass ich mehr Zeit habe auch zum Looten. Das ist ja gerade das, was so Spaß macht, durch die Straßen zu rennen, die Häuser zu leeren und dann einfach ein bisschen rumzubauen. Mir geht es nicht einmal so um die Zombies, sondern wirklich um den Bauspaß hier. Wunderbar. Da ist leider nichts. So, kann ich jetzt? Jawohl, jetzt kann ich. Jetzt habe ich auch Holz und alles. Das heißt, ich kann da ein Lämpchen hinmachen. Und vorne mache ich dann natürlich noch eins hin. Weil wie gesagt, es ist halt blöd, wenn die Türen dann wieder zugehen. Und ich dann nicht weiß, dass ich da schon drin bin. Drin war. Schade, dass man die Sachen hier nicht zerlegen kann. Ne? So, jetzt fehlen mir tatsächlich Blätter. Ne? Ich glaube, ich... Komm, lass uns weiterschauen. Kiste leider nicht zerlegbar. Das Holz kann man nicht sammeln. Das wäre auch cool, ne? Wenn hier schon so Paketen liegen mit Steinen und Holz und so weiter. Dann wäre das echt genial, wenn man das... nein, auf die 7 bitte. Wenn man das dann auch looten könnte. Ein paar Blätter werde ich schon bekommen. Achso. Verarscht, verarscht. So, gehen wir mal hier rüber. Machen wir jetzt halt mal die Häuser hier durch. Das sind nämlich auch noch einige Schränke. Ne, geh auf die 7 bitte. So, mal ein bisschen Pistolenmunition verbrauchen. Oh, das kann ich zerstören, das ist gut. Schön. Bist mir genau in die Kugel reingehüpft. So. Bloß nicht nervös werden, ne? Was haben wir da? Mitnehmen, das können wir dann zerlegen. Schade, dass man sowas wie Waffen und sowas nicht verkaufen kann, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Da ist nichts weiter. So, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ja. Da haben wir auf jeden Fall wieder Kupferdraht, oder? Und Elektronik irgendwas? Elektronisches Gerät? Das war's auch schon. Ist in Ordnung. Jetzt muss es natürlich dunkel werden, ist ja klar. Warte mal, kannst du deine Taschenlampe jawohl. Bringt zwar auch nicht hundertprozentig was, aber ist schon okay. So, Sofa, Sofa, Tisch, ein Schrank noch. Noch eine Kiste mit Munition. Und das war's auch schon wieder. Kann ich eine bauen? Ja. Achso, das war die Garage, ja. Ist in Ordnung.
Da kann man nichts machen. Den da können wir noch looten. Und zerstören. Die Teile können wir zerlegen. Na, irgendwann werde ich die ganze Stadt beleuchtet haben. Wenn ich da in jedes Haus, was ich gelootet habe, eine Lampe hinmache. War ich da noch gar nicht drin? Das ist wieder so ein... Da kommt man gar nicht rein, oder was? Hallo? Ich will... Machen wir es halt das so. Gehen wir da drauf und dann da drauf. Ein Level up. Ja, wunderbar. Gucken wir es doch mal durch, wo wir da noch ein paar von den Fuzzis haben. Hier ist nichts. Können wir gleich looten. Wenn es was zu looten gibt, gibt es nichts. Da gibt es was. Jetzt Munition. Oh, und Spulen. Cool. Das ist dann nur die Frage, wie viel Platz haben mich dann oben? Oh. Ja, okay, es wird langsam voll, ne? So, da gab es anscheinend Nachhilfe in dem Raum. Lernunterricht. Da gab es jetzt nichts, oder wie? Ja, auf der rechten Seite steht gerade nichts. Also entweder bekomme ich tatsächlich nichts, oder das ist einfach nur ein Bug. Kühlschrank könnten wir vielleicht Glück haben mit Elektronik auch, oder mit Kupfer. Eisenplatten, naja, ist doch zumindest etwas, ne? So, dann einmal nach oben bitte. Ist anscheinend im Nachbarraum jemand. Ah, die Nachttäschchen können wir auch. Stehst du? Ach so. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte ich. Cool, das ist richtig viel Loot. Was wir da sammeln können. Sind wir auch gleich voll, ne? Das geht recht schnell, wenn man durch die Häuser mal geht und wirklich alles mitnimmt. So, damit bist du gereinigt. Liebes Haus. Oh. Habe ich die Schränke hier vergessen? Euch habe ich, ne? Cool, und gerade da sind recht wichtige Sachen drin. So. Dann lasst uns mal markieren. Jetzt habe ich nur keine Blätter mehr, ne? Aber warum kann man die Türen hier nicht aufmachen? Seit wann ist dem so? Gibt es nur vorne einen Eingang? Nö. Okay.
Naja, dann lasse ich den Stein hier stehen und nutze die Möglichkeit, hier drüber zu krabbeln. Und wir waren hier. So, oh, Service. Ich sehe nichts. Wenn ich nichts sehe, ist blöd. Ups. Jetzt wird es langsam auch Nacht, ne? Aber wir haben noch 5 Stunden. Können wir auf jeden Fall noch irgendwas auf die Beine stellen. Forschungsmatz. Ich denke, dass ich das jetzt auch als letztes Haus erstmal mache. Dass wir dann erst einmal wieder unsere Taschen leer kriegen. Und gerade mit den Spulen ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Bücherle. The Last Kommode. Und dann noch ein bisschen Muni. Wunderbar. Dann können wir doch zufrieden sein. So, kannst du jetzt bauen oder nicht? Nein, du kannst nicht bauen, weil du keine Blätter hast. Gibt es hier im Garten noch irgendwas? Außer ein Stein? Nein. Wenn wir nicht die ganze Zeit mit der Machete rumrennen und dann plötzlich die Pistole, dann kann es schon passieren, dass ich ein paar Mal öfters schieße. Jawohl, Münzen, bitte. Zumindest eine, ne? Ja, 3 Stück, cool. Also, geh nie aus dem Haus ohne genügend Blätter im Säckel. Es fehlen immer noch Blätter. Ich will eigentlich jetzt bloß noch das eine Haus da markieren und dann zurück. Oh, bitte nicht aussteigen. Danke. Es hat nur gespeichert. Das wäre jetzt nämlich schlimm, wenn ich 3 Parts hintereinander aufnehme und dann kackt die Aufnahme ab. Das wäre nicht so toll. Dann müsste ich nämlich alles nochmal aufnehmen. So, warte mal, hier waren wir noch nicht. Welches Haus war ich denn jetzt? Hilfe! Ist egal. So. Hier waren wir schon drin. Jawohl. Ja, dann kann ich zumindest dich markieren, ne? Ist ja auch schon mal was. Wie viel kosten eigentlich die hier? Auch 50 Blätter, naja gut. Kann ich dich da? Jawohl, hier ist schön auf das vordere Dach. Gucken wir mal hier, da waren wir schon mal drin. Aber habe nicht alles zerlegt. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich Benzin kriegen oder Öl. Öl, okay. Öl ist ja auch was. Das ist nichts zum Zerlegen. Und... Oh, cool. Ja, könnte ich normalerweise da auch gleich nochmal machen, ne? Schauen wir mal kurz. Automaten. Yes, dankeschön.
doch noch nicht alles gelootet, was hier so ist. Es wird mit Sicherheit dann interessant, wenn wir mal in die anderen Städte fahren. Würde ich sagen, wir gehen einmal Richtung zurück. Wenn wir jetzt natürlich hier noch irgendwas finden zum Looten, ist in Ordnung. Die Telefonzellen, ich glaube, bei denen war ich noch nicht. Doch, bei denen war ich schon, alles klar. Ja, ich muss gucken, dass ich irgendwie immer einen Stapel Blätter mit einstecken habe, um dann die Häuser zu markieren. Wenn ich jetzt halt hier so einen Müllcontainer oder sowas habe, das ist mir eigentlich egal, den muss ich nicht markieren. Aber die Häuser sind schon wichtig, finde ich. Das sind immer noch ein paar Sachen, ne? Kasse oder so? Nein. Bei den Tischen kann man auch nichts machen. Aber da müsste man auch schon drin gewesen sein. Okay. So kann man sich täuschen auf jeden Fall, ne? Jawohl, dann haben wir hier noch Munition. Das, nein, da noch. Und sogar zerstören. Das sind so Abfalldinger, ne? Normalerweise würde ich sagen, ist da noch so ein Gestell drumherum, wo dann oben drauf die Tabletts liegen. Ne? Jetzt schweben sie halt in der Luft und unten drunter die Mülleimer, aber das ist wohl ein Bug. Dich habe ich, komischerweise. Oh, Spulen. Kann ich euch alle einstecken? Ja. Ich weiß auch nicht, warum jetzt welche gefehlt haben. Wahrscheinlich war ich doch schon mal hier, hatte aber dann volle Taschen und konnte wieder nichts mitnehmen. Ja, da fehlen nämlich auch noch sind einige Lücken drin. Okay, und da war ich noch nicht dran. Alles klar, dann gehen wir mal zurück. Wow. Okay, ich kann hier sogar Wartungskits und sowas kaufen. Das ist nicht schlecht. Also ich kann im Grunde alles hier mir holen. Cool. Das heißt, dem ausgiebigen Kochen steht dann auch nichts mehr im Weg, ne? So, gehen wir mal da drum. Okay, Strom haben wir alles. So, jetzt ist dann die Frage, ne? Weil wir sind ja, oh, da wurde geerntet. Night, night, noise, noise. Aufbewahren. Moment, dann muss ich bei dir gucken, ne? F, aufbewahren. Oh ja. Schaut euch das an. Das ist auf jeden Fall cool. Das Eisen kann man gleich mitnehmen, das kann man gleich mitnehmen. Eigentlich können wir alles mitnehmen, ne? Ja, sofern ich es mitnehmen kann. Krasso, krasso. So. Was haben wir hier? Hier können wir reintun die ganzen Getränke, Tabletten, Snickers, das da. Das, was man sofort essen kann, die Kräuter lasse ich da drin, die tue ich wieder drüber ins Kochdingsi. Ich weiß nicht, ob ich jetzt halt Kräuter unbedingt brauche, aber wir haben hier schon welche drin. Ihr kommt eigentlich raus.
Weil euch kann ich dann nämlich bei dem Teil hier noch mit rein tun. Aufbewahren. Nee, warte mal. Die da muss ich raus tun. Die können wir dann nämlich hier reinpacken. Dann können wir hier die Samen reintun. Ich brauche die jetzt halt nicht mehr. Den Mist können wir hier reintun. Und dann tun wir hier noch ein bisschen Sprit mit rein. Jawohl, passt. Passt, super. Dann werde ich mich darum kümmern, ein bisschen Zeug zu verräumen und werde mal schauen, dass wir da oben vielleicht beim nächsten Mal weiter ausbauen. Das wäre natürlich schon nice, wenn ich die Werkbänke auch oben stehen hätte. Ich möchte es nämlich auf jeden Fall probieren. Nur mit den Pushern da oben, mit den Falltüren und mal gucken, wie viele dann da durchkommen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, heute gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.